Was haben Sie für einen Auftrag bekommen? Wir hatten jetzt um die Beerdigung. Wir waren da 6 Mann auserwählt. Wir 2 vom Strafbataillon. Und den anderen waren normale Infanteristen. Und bei Lietzen war das hier, wo heute noch der große Heldenfriedhof ist, von früher, vom General Guderian. Und da war auch schon ausgehoben, vorher schon vom Volkssturm, eine große Grube, wenn es so 30 mal 40 Meter oder so. Und dann ging es los am nächsten Tag. Dann kamen die LKWs alle an und auch Leiterwagen von den Bauern, die sie da noch aufgegabelt haben. Und dann immer angefahren und wir waren das Beerdigungskommando. Und dann hieß es auch schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit. So, und als die dann immer runtergeworfen wurden, dann hörte ich tatsächlich, wie einige noch wirklich stöhnten und so, wenn ein Fels jammern. Dann habe ich zu den anderen, meinen Kumpel, gesagt, sag mal, hast du das gehört? Und da sagte er, ja, ich auch, sagt er, aber ich wusste nicht genau, wie. Ich sage, die leben noch. Die sind bloß schwer verwundet, jetzt müssen wir sortieren. So, dann haben wir erstmal sortiert und oben auf der Kante vom Graben haben wir sie dann abgelegt. Und waren dazu an 12, 13 ungefähr. So, und die anderen, wie Heringe, Dachpappe drüber, eine Rolle, die nächsten wieder rüber und so ging das da durch. So, bis dann der Offizier kam, der Oberleutnant, das war ein ganz gemeines Schwein, sag ich mal ruhig. Und der dann fragte, was liegt da oder wer liegt da oben? Ich sage, Oberleutnant, sind Schwerverwundete. Die können wir hier nicht einfach beerdigen. Die müssen doch noch irgendwie eine Hilfe kriegen. Na, wer hat denn jetzt hier noch eine Hilfe? Habt ihr den Angriff vergessen von gestern? Ja, sage ich, trotz alledem, sage ich, Roter Kreuzmann, ihr wisst, viel konnte man auch nicht helfen. Aber sage ich, die Russen, der Ivan haben wir mal gesagt früher, sagt, die sind ja auch bald hier, die sind ja auch keine Unmenschen. So, nichts ist, sagt er. Alles, was abgeladen wird, wird jetzt beerdigt. Nee, sag ich, das kann ich nicht machen, sag ich, das geht einfach nicht. Na, ich komme noch mal wieder, nach einer Stunde ist hier Klarheit. So, ja. Dann ist er abgehauen und dann bin ich noch mal hoch an der Kante da zu den Schwerverwundeten. Und gerade der, den ich vorher gut kannte, mein Kumpel auch, einer nicht von denen, den hat es auch irgendwie, wenn die Bein oder was war, abgewesen. Dann habe ich noch schnell von meinem Brotbeutel, den Riemen genommen und habe nochmal zugedreht, dass er nicht so blutet. Und die ersten fingen schon an, ach so, ja, er hat ja vorher gesagt, Also er kam dann nochmal? Ja, er kam nochmal, so war das, ja. Er kam nochmal und da sagt er, die liegen ja da noch. Da sage ich, ich habe doch vorhin schon gesagt, Herr Oberleutnant, das sind Schwerverwundete, wir sind doch keine Mörder, sage ich. Da war ich schon so wütend, ich hätte den alleine umgelegt. Nicht, es sagt er, da sage ich, können wir nicht wenigstens einen Fangschuss oder sowas, wie man als Jäger so sagt, nicht? Oder Gnadenschuss. Nein, Munition muss gespart werden. Nehmt euren Feldspaten die Kante und schlagt immer die Schädel ein. So, das war dann für mich doch zu viel, nicht? So, ne, dann habe ich wieder gesagt, Herr Oberleutnant, ich mache das nicht. Und sagt er, wer noch? Und da waren wir 4 Mann, die das nicht wollten. Die anderen beiden haben ja schon angefangen. So, naja, dann zählte er, sagte, wer Befehlsverweigerung macht, wird durch einen Frontbefehl, den ich hier mündlich jetzt erteile, erschossen. Und da du sicherlich hier, man sieht es ja, von welcher Truppe du bist, die 99er, hier der Redelsführer bist, dann kommst du als Erster ran.
So sagt er, ich zähle jetzt bis drei. Er hat gezählt, eins, zwei und ein Schuss fiel. Er kam nicht zu drei, aber er fiel. Da hat der, ja, ist der Willem, der aus Heidelberg, den Namen vielleicht gar nicht sagen, weil wird er heute noch verurteilt. Bitte? Na, jedenfalls haben wir den Oberleutnant auch gleich mit drin in die Grube.